So, herzlich willkommen zu einem neuen Review. Diesmal geht es um die Combat Arcs Royal Dragon. Und zwar, wie ihr sie bekommt, aus dem Black Market natürlich. Schön, dass die Hacker drinnen sind. Und zwar bekommt ihr die durch Black Market ZP Crates natürlich. Und ja, für ein Crate braucht ihr 1000 ZP, für 5 braucht ihr 4500 und für 10 8000. Ach, mir ist gerade eingefallen, es gibt ja jetzt sowas. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei den neuen Crates ist, auf jeden Fall. Der versucht mich mit seiner Axt zu slashen. Oh, Mist. Auf jeden Fall, es gibt jetzt auch 30er Crate. Man kann 30 Crates auf einmal kaufen. Und das für 23.000 ZP. Finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Wollte der mich gerade umbringen. Okay, jetzt slash ich ihn. Genau den auch. Oder auch nicht. Vorführungseffekt jedes Mal das gleiche. Egal. Kommen wir zum Punkt Power. Mit Slash auf den Kopf macht ihr 100 Damage. Oh, das sieht ja richtig geil aus. Mit Slash auf die Brust macht ihr an die 60 bis 70 Damage. Ist ein bisschen traurig, aber dennoch, die Axt hat richtig Power. Auf jeden Fall. Mit Rechtsklick macht ihr 100 auf den Kopf, sowie 100 auf die Brust. Zudem, ist es sehr, sehr selten, dass man Double Kill mit Slash macht. Also, da muss man beide schon wirklich, die müssen nebeneinander sein und zack, in der Mitte da irgendwie slashen. Auf jeden Fall, sieht es nicht so spektakel aus. Zudem, was mir auch, naja, ist ja, bei manchen passt es ja gar nicht. Zum Beispiel bei den Breast Knuckles oder sowas. Hier, das Slash, was hier auf der Wand ist. Oh, da ist noch wer, da ist noch wer. Warum ist meine Maus so lang? Auf jeden Fall, die Axt ist einer der meistbenutzten Knives. Und die beste zum Slashen, muss ich sagen. Vom Gewicht her, in der Beschreibung steht schon, wer nicht auf ein leichtes Knife verzichten will, sollte sich die holen. Also sie ist recht leicht, würde ich dann mal sagen. Wenn die das schon dahin krickeln. Auf jeden Fall, Dankeschön an dir, Angel Maxi, dass ich die reviewen darf. Hat der einen One-Hit? Nee, hat er nicht. Mist. So, ja, also, wenn man jetzt eine AWM oder eine Gatling gerade in der Hand hat, dann kann man ganz schnell zu der Axt wechseln und dann weiter fortschreiten in the battle oder sowas, keine Ahnung. No. No. So, ja, eigentlich, ich dachte zuerst am Anfang, gefällt mir das nicht, der Design, jedoch gefällt mir der eigentlich ganz gut. Also, ich finde das echt cool gemacht. Also, mir gefällt es besonders mit dem goldenen Griff und der Inschrift, die oben bei der Klinge ist. Mist, die Maus ist so lang. Ja, jetzt hab ich... mal genügend. Ah, da, Double Kill mit einem Slash. Ja, das wollte ich noch zeigen. Ah, meine Maus hat ja überhaupt gar keinen Swag. Egal, ja, von der Range her, ich würde sagen schon, dass sie gute Range hat, denn eigentlich ist es sehr, sehr gut, eigentlich damit zu slashen und alles, also Range hat sie auf jeden Fall genügend. Was auf jeden Fall ganz geil aussieht, wenn man rechts damit getötet wird. Ich hoffe, der tötet mich jetzt. Nein, dann folge ich ihm jetzt einfach mal. Rechts oder oben steht ein Royal. Was ich aber bei der Combat Axe Royal Dragon, also Royal, vermisse, ist, dass sie nicht so einen glitzernden Design hat, so wie die Cookie Royal Dragon oder die MP1 Royal Dragon oder sonst wie was. Auf jeden Fall hat er mich. Nein. Okay, Free Kills auf jeden Fall. Regelvollen. Auf jeden Fall, ich kann sie euch nur empfehlen, darauf zu spinnen, denn die Crates sind ja auch günstiger zu erhalten und es wird sich auf jeden Fall nur lohnen. Ich sehe schon, hier hat auch noch ein anderer im Game, also ihr habt es sicherlich auch schon bemerkt, aber dennoch, es sieht einfach nur geil aus. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr jetzt noch Waffen habt, die man reviewen könnte, die im Black Market sind, denn, wäre nett, wenn ihr mir euren Account leihen könnt. Schreibt in die Kommentare, wie ihr die Axt findet, was ihr zu der sagen würdet. Und ja, wenn ihr mal wieder ein Review schauen würdet. Und bye!